Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ameisen Alex. Heute geht es um den bekanntesten und beliebtesten Zierfisch aller Zeiten. Wie hält man ihn? Was frisst er? All dies erfahrt ihr in diesem Video. Der Guppy, auf Lateinisch Poecilia reticulata, ist der Anfängerfisch schlechthin. Dieser Zierfisch kommt ursprünglich aus dem nordöstlichen Südamerika, ein Beispiel wäre die Insel Trinidad, doch durch die Aquaristik wurde er in sehr vielen tropischen Regionen ausgewildert. Außerdem gibt es ein Gewässer in Deutschland, der das ganze Jahr über diese Fische besitzt. Das Gewässer wird das ganze Jahr über durch ein Kraftwerk warm gehalten. Der Guppy hat viele Züchtungen und dadurch auch Färbungen sowie Flossenformen. Weibchen sind meistens viel unscheinbarer und farbloser als Männchen. Zudem sind sie um einiges größer als die Männchen und oft haben sie einen größeren Bauch als die Männchen. Männchen werden 3 cm groß, Weibchen werden sogar bis zu 5 cm groß. Hier könnt ihr die verschiedenen Flossenformen dieses Fisches sehen. Fahnenförmig, dreieckig, rund oder auch quadratförmig. Man sieht, dass dieser Fisch schön gezeichnet ist. A ist der sogenannte Großflossler. B Fahnenschwanz. C Triangelschwanz. D Fächerschwanz. E Schleierschwanz. F Doppelschwert. G Oberschwert. H Unterschwert. J. Leierschwanz oder Kurzflosser. K. Speerschwanz. L. Rundschwanz. Der Guppy sollte in kleineren Gruppen ab 3 bis 4 Tieren, hier kommt auf ein Männchen jeweils 2 bzw. 3 Weibchen, gehalten werden. Da der Guppy auch Millionenfisch genannt wird, lässt sich vom Namen her erschließen, dass dieser Fisch sich sehr schnell vermehrt. Und dies ist auch so. Die Weibchen werden sofort von den Männchen befruchtet und nach 4 bis 6 Wochen gebärt das Weibchen ungefähr 100 Jungtiere. Diese Art ist lebendgebärend. Wenn im Aquarium genug Versteckmöglichkeiten und Pflanzen vorhanden sind, überleben einige der Tiere. Viele andere Fischarten verspeisen aber liebend gern diesen schutzlosen Fisch. Wenn man eine wirkliche Zucht starten will, sollte man ihm ein eigenes Aquarium gewähren. Das Mindestmaß ist hier 60 x 30 x 30, also ein Standard 60 Liter Aquarium. Der Guppy sollte bei Temperaturen von 23 bis 28 Grad gehalten werden. Ein Heizstab ist nicht zwingend erforderlich. Der pH-Wert sollte im Bereich von 7 bis 8 liegen, die Gesamthärte bei 10 bis 30 Grad. Sonst ist nicht viel zu beachten. In herkömmlichem Leitungswasser sollte er zurechtkommen. Außerdem frisst er fast alle Futterarten. Dennoch mag er Lebendfutter am meisten. Kommen wir zur Vergesellschaftung. Zur Vergesellschaftung eignen sich Fadenfische, Neons, Zwergfundbarsche, Welse und andere lebendgebärende Fische. Hingegen sind Kugelfische, Kampffische, Barben und Bärbligen nicht geeignet. Die Vergesellschaftung von Skalaren und Guppies ist umstritten. Bei manchen klappt es wunderbar, bei anderen wiederum fressen die Skalare die Guppies. Generell ist zu sagen, dass die jungen Skalare mit Guppies vergesellschaftet werden können. Größere Skalare fressen fast immer die Guppies auf und von einer Zusammenhaltung wird abgetragen. Und jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Erstens, der Guppy kommt mit Leitungswasser zurecht. Die Wasserqualität ist kaum zu beachten. Zweitens, der Guppy lässt sich mit vielen Fischen vergesellschaften. Er kommt mit ihnen sehr gut zurecht. Wenn der Guppy mit einem sich nicht versteht, dann liegt es meistens am anderen Fisch. Drittens, die Zucht ist sehr einfach. Die Fische vermehren sich sogar viel zu schnell. Und zu den Nachteilen. Sehr viele Nachteile gibt es nicht.
Der einzige Nachteil wäre, dass sich die Art zu schnell vermehrt und man die Guppies dann gar nicht mehr los wird. Fazit: Der Guppy ist einer der pflegeleichtesten und bekanntesten Fische der Welt. Er kommt mit sehr vielen Fischen zurecht und die Wasserwerte sind auch nicht so wichtig. Er vermehrt sich sogar so gut, dass man sie oft gar nicht mehr los wird. Die Fische wurden danach wieder in ihr Zuhause zurückgesetzt. Alle leben bis heute noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo und Like da. Bei Fragen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.